Diese Audioversion wurde künstlich generiert. Zu unserer Vorlesefunktion finden. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu diesem Angebot. Wenn heutzutage über Diana gesprochen wird, geht es meist nur um das Leid, das sie innerhalb der britischen Königsfamilie empfand. Allerdings hatte die Prinzessin auch eine lebhafte Seite. Sie wurde sogar bei Sarah Fergusons Junggesellinnenabschied festgenommen. Sarah Ferguson hatte vor königlichen Hochzeit mit Ex-Ehemann Prinz Andrew im Jahr 1986 offenbar einen unvergesslichen Junggesellenabschied mit ihrer Freundin Prinzessin Diana an Seite. In der Show von US-Star Kelly Clarkson sprach Fergie nun über die wilde Party, bei der auch sie und Diana vor einem Nachtclub festgenommen wurden. Was ist passiert? Die beiden hätten sich damals als Polizisten verkleidet, so der 63-Jährige. Im Club sei dann ein Kellner auf sie zugekommen und habe gesagt: "Tut mir leid. Das ist ein Club zum Spaß. Wir bedienen hier keine Polizisten." Clarkson fragte dann noch einmal: "Du dachtest, du wärst echte Polizisten?" Ferguson antwortete: "Ja. Und dann wurden wir verhaftet." Als sie jedoch in ihren Kostümen den Club verließen, brach Diana aus ihrer Rolle als Polizistin aus, als sie eine andere Frau sah, die ein Kleid trug, das ihr ebenfalls gehörte. "Sie trägt mein Kleid", soll sie damals als Fergie laut gerufen haben. "Es war wirklich lustig und dann wurden wir verhaftet", fügte Ferguson hinzu, "weil wir uns als Polizisten ausgaben. Ich habe diese Geschichte verpasst, nicht wahr?" fragte Clarkson dann erstaunt. Fergie sagte, sie mussten beide auf dem Rücksitz eines Lieferwagens sitzen, wo Diana eine Portion Chips fand und aß. Erinnerte sie sich, der Polizist auf dem Beifahrersitz schimpfte daraufhin: "Das kannst du nicht." Erst da wurde ihm klar, dass er die beiden königlichen Damen auf dem Rücksitz hatte. Diana war den ganzen Tag bei ihr. "Du und ich, wir haben so viel gelacht. Wir sind oft in Schwierigkeiten geraten."